willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Bei mir ist heute Mittwoch. Ich will jetzt schon mal ein Intro einsprechen für Donnerstag, für den Raid-Boss-Wechsel. Hier habe ich ein lustiges Schild. Hier steht nämlich, hier gilt der Steve O, maximal 100 Kilo pro Stunde. Grüße gehen raus an den Stefan O, also der Steve O und sein Rotlichtbier. Wir befinden uns gerade bei McDonald's, weil da gab es irgendwie ab Dienstag, heute ist Mittwoch, genau, da gab es ab Dienstag nämlich schon wieder was, was man sich einlösen kann mit Punkten. Und ich habe so viele Punkte und ich kaufe mir nie was zu essen, weil ich Reserven habe. Deswegen möchte ich meine Punkte einlösen für das. Und was das ist, das seht ihr jetzt. Ich hole es nämlich schnell mal ab. Usch. Usch. So, was habe ich jetzt hier geholt? Da gibt es in der McDonald's App schon wieder bei Prämien für 400 Punkte zum Einlösen einen super genialen gelben Lipton-Beutel. Guckt doch mal, da steht Lipton drauf. Und wir haben ja damals schon den Lipton Bucket Hat geholt, diesen Anglerhut, eingelöst für Punkte von Lipton. Dann haben wir die Sonnenbrillen geholt von Lipton, von Jürgen von der Lippe. Und jetzt, weil ich absolut nicht weiß, was ich mit meinen Punkten mache, dieser 400-Punkte-Beutel. Und jetzt habe ich immer noch über 6000 Punkte. Das McFlurry Duschgel, Tomatendings, habe ich ja leider verpasst. Also das war ausverkauft. Aber den Beutel nehmen wir mit. Und eigentlich geht es hier um den Raid, Raid-Boss-Wechsel. Denn heute müssen wir die Mauer raiden, also morgen. Aber da melde ich mich nochmal zurück. Was ist da drin? Was macht das? Seht ihr das? Seht ihr das? Warte mal. Jonas, was machst du da mit deinem Fuß? Hier ist der Lippenbeutel. So. So, der Raid ist aufgegangen, Baby ist aufgewacht. Guck mal hier. Jonas! Ach, jetzt grinst er wieder. Ist gerade wach geworden, hat ein bisschen geweint. Ich habe eine Fernbedienung gegeben aus Gummi. Mal gucken, ob er das durchhält. Wir müssen nämlich jetzt schnell hier den Raid machen. Dafür muss ich aber jetzt mal kurz hier in die Gruppe. Muss da Go reinschreiben. Muss dann hier drauf den Raid-Pass einwerfen. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ich habe 10 Leute zum Einladen. Es ist alles ein bisschen durcheinander. Wir nehmen jetzt mal hier die ersten 5. Schmeiße hier den Pass auch noch rein. Ich wusste die ganze Zeit ja nicht, es ist eine neue Ultra-Bestie auf jeden Fall da. Die kann natürlich nicht shiny sein, ob die gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mich gefreut auf die fette Mauer. Und bei uns ist wirklich die fette Mauer, weil wir sind der Osten. Und alles, was in der westlichen Hemisphäre ist, das ist dann der Klon oder wie NetGhost sagt, das ist der Megascott. Jetzt muss ich gleich noch 5 einladen. Dann zeige ich euch ganz kurz mal eine Konda-Übersicht und ganz kurz die Raid-Gruppe. So, ich hoffe, das passt auch. Das sind die restlichen 5 in der Raid-Gruppe. Ich habe den Community-Post nämlich wieder, den Community-Raid wieder in die Raid-Gruppe gepostet. Mit Arena, mit Zeit, 11.16 Uhr. Hier steht Mauer-Community-Raid, weil ich den Namen nicht kenne. Ich habe immer zu den englischen Namen nur gefunden. 47 Sekunden ist noch Zeit. Wir können mal kurz hier rüber. Da steht es nämlich im Community-Tab. Und zwar auf Kanal Community haben wir Muramura. Klingt das nicht schön? Das Ding ist Stahl und Gestein. Das heißt, ihr nehmt am besten Boden, weil das doppelt effektiv ist. Oder Kampf ist auch doppelt effektiv. Ihr könntet auch Wasser nehmen. Wasser gegen Gestein. Aber ich sage immer, macht eine Kampfarmee, dann passt das. So, Kampf, Kampf, Kampf. Wir gehen mal. Ich habe auch eine andere Konda-Liste noch hier drin für Koblosio. Koblosio, genau, und Muramura. Die zwei Namen muss ich mir merken, habe ich noch nie gehört. Habe ich jetzt das erste Mal gehört. Hier steht da, da sind 16 Leute drin. Ich
bin so angespannt. Jetzt rennen hier noch Leute rum. Da wird geparkt, da kommen welche raus. Hinter mir höre ich schon wieder irgendwelche Kinder. Jonas guckt hier auch ganz entspannt. Sonne kommt raus. Wenn du ein Jahr lang jeden Tag zu zweit unterwegs bist und dann plötzlich aus dem Nichts alleine wieder unterwegs bist in der großen bösen Welt, wo dir jeder nur ins Leder will, dann fühlst du dich echt unwohl. Ja, das ist leider so. Und dann lauert überall die Gefahr. Jonas ist dabei, aber Jonas, ja, Jonas chillt gerade. Der hat seine Fernbedienung, das ist okay, den packe ich gleich ein, dann haue ich schnell wieder ab und verkrieche mich zu Hause. Ich halte das echt nicht aus. Nicht nur die Temperatur, auch generell überall Menschen und dann gehen die spazieren und dann parken die hier und ich parke da auch und oh, da ist mir schon wieder alles zu viel. Ne? Ich muss heim, ich muss ins Bett, ich muss Muramura fangen. Der hat 17,99, der hier hat 18,60 war das, glaube ich. Ist auf jeden Fall deutlich besser. Ich habe auf jeden Fall auch absolut kein Konzept, denn ich habe um 10 Uhr mit der Forschung angefangen, wollte da was filmen, das hat auch nicht wirklich geklappt. Es ist halt ein Unterschied, ob du zu dritt mit Kind unterwegs bist oder alleine mit Kind und kannst immer nicht so machen, wie du willst. Und dann musst du erstmal wieder gucken und dann sagst du, machst du später, machst du hier und da. So, die Mauer leuchtet, das sieht gut aus. Ist auf jeden Fall mega groß und fett. Ich mag so große, mega fette Pokémon. Ich bin froh, dass der bei uns ist. Und nicht der komische Clownskopf. Wie der sich fangen lässt, muss ich jetzt aber erstmal mich rantasten. Er hüpft auf jeden Fall. Das ist dann immer der Angriff. Der Kreis ist so groß, ist trotzdem noch auf einfach fabelhaft gestellt. Boah, die Sonne brennt einfach nur so komplett. Jetzt erkenne ich kaum den Bildschirm. Musst du wieder schauen. Jonas, nicht weinen, nicht weinen. Ich kann einfach die Tür zumachen, da hört man dich nicht. Aber da weint er erst recht, weil er mich nicht mehr sieht. Oh Mann, das ist so der erste Raid gefühlt seit einem Jahr, den ich alleine machen muss vor Ort. Und ich fühle mich einfach nur, als hätte ich mir komplett eingeschissen. Es ist so unangenehm, die Stelle hier, wo der ist. Dann, dass immer zu irgendjemand kommt und immer zu irgendwas anderes ist. Dann Jonas, es tut mir doch so leid. Daddy muss das für die Arbeit machen. 18,60, da musst du noch warten. Du kennst dann den Boss nicht, du kennst den Namen nicht. Du musst da rumwühlen, du musst da gucken, machen. Dann kommt die Sonne. Ich hätte mich lieber irgendwo in den Schatten wieder reinkriegen sollen. So, jetzt greift er wieder an. Wir curven also nochmal. 1, 2, kommt wieder raus. Ich glaube, das mit dem Abwarten nervt. Das heißt, wir ziehen jetzt einfach so drauf. Der ist ja so groß. Zieh einfach drauf. Du wirst schon irgendwie treffen. Da würde schon irgendwie drin bleiben. Nee, er wehrt natürlich 5-mal ab. Genau in dem Moment, wo man denkt, man verliert die Geduld. Man wirft einfach nur noch drauf. Trifft man einfach gar nicht mehr. Das ist jetzt auch nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob der gut ist. Nicht, dass das 100er ist und flieht dann. Nur weil ich gerade keinen Bock habe zu warten, bis er angreift. Jetzt greift er an, das heißt, jetzt kann ich einfach wieder in den Kreis reinwerfen. Jonas, nein, ich bin doch da, alles wird gut. Arr. Er hat ja gerade geschlafen, das Ding ist, wir waren jetzt unterwegs wegen Handyhülle auch. Anderes Handy, Handyhülle, auch nicht erfolgreich, hat auch nicht geklappt. Dann ist er eingeschlafen im Auto, dann habe ich gesagt, komm, gehst noch zu dem Raid, nimmst noch schnell den Raid mit. Jetzt stand ich eine Stunde hier bei dem Raid an der Arena. Alles gut, alles kein Problem. Die Zeit habe ich mir genommen. Da konnte er wenigstens in Ruhe schlafen. Jetzt steigst du aus. In dem Moment, wo du aussteigst, wacht er natürlich auf und schon stehst du wieder unter Druck. Willst ihn ja nicht alleine sitzen lassen. Musst hier bleiben. Die Leute kommen. Alle denken, was macht der da überhaupt? 18,60. Der hat 13,15 Mining. Das ist auf jeden Fall stabil als Pokédex-Eintrag. Müsste also dann, was weiß ich, 18,80 haben, irgendwas in dem Bereich. Wir könnten zwar nochmal nachgucken, aber wir lassen es einfach jetzt. Ich würde sagen, habt ihr schon einen Muramura gefangen? Heißt der überhaupt so? Ich muss nochmal auf den Namen gucken. Muramura. Habt ihr schon einen Muramura gefangen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Puh. So, jetzt erstmal durchatmen. Da sehe ich eine Masse Menschen, die gerade wegläuft. Die Sonne ist auch gerade weg. Die parkenden Leute hier sind weg. Die Kinder da sind weg. Da hinten im Gebüsch sind andere. Interessiert mich gerade nicht. Oh.
Ich bin komplett fertig mit der Welt einfach nur. Und alles nur Schuld wegen dem Zahnarzt. Das belastet mich schon wieder alles. Da knickt wieder komplett alles ein. Was gut war, schon stehst du wieder da und fühlst dich wie Kot. Ja. Danke für den Kot. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Aber ich muss auch noch die Forschung machen.